Heute Abend im Zentrum. Sonderfall Tirol. Konservativ, katholisch, klischeebeladen. Im Zentrum mit Ingrid Turnherr. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen im Zentrum am Sonntagabend. Und wieder ist es ein Wahlsonntag gewesen und er ist vorbei. Und wieder hat es einige Überraschungen gegeben. Die größte ist wahrscheinlich die, dass vieles beim Alten bleibt. Tirol, wie es ist und bleibt. Und das trotz einer Vielfalt im Angebot politischer Parteien wie nie zuvor. Wie tickt Tirol eigentlich? Wie wichtig sind Tradition, Heimatverbundenheit und wie konservativ, katholisch und klischeebeladen ist Tirol wirklich? Dazu haben wir eine Runde von Tirolerinnen und Tirolern eingeladen. Das sind sie. Der Innsbrucker Politikwissenschaftler Ferdinand Karlhofer stellt fest, für einen Abend kann die ÖVP den Erfolg genießen. Morgen kehrt die Realität zurück, mit der Notwendigkeit, eine stabile Koalition zu bilden. Ingeborg Freudenthaler ist eine jener Unternehmerinnen, die immer wieder den Stillstand im Land kritisieren. Heute sagt sie, angekündigte Revolutionen finden bekanntlich nicht statt, weil es keinen Andreas Hofer mehr gibt. Die freie Journalistin Irene Heiß ist optimistisch. Ich gehe davon aus, dass die ÖVP die Zeichen der Zeit erkennt und nicht weitere 5 Jahre damit verschwendet, kleinmütig den Stillstand im Land zu verwalten. Der Kommandant der Tiroler Schützen, Fritz Tiefenthaler, bezieht sich auf die Rolle der Schützen als Tiroler Eigenheit und sagt, ehrlich gelebte und immer wieder hinterfragte Tradition ist frei von Klischees. Markus Koschuh ist die lauteste Stimme des Tiroler Politkabarets. Sein Befund? Tirol ist inoffizieller Weltmeister im Pflegen von Mythen und Traditionen, die künstlich und mit viel Geld am Leben erhalten werden. Und wir starten so richtig tirolerisch und ich möchte mit Ihnen beginnen, Herr Koschuh. Sie sind wahrscheinlich so etwas wie der Tiroler Staatskünstler, also der Politkabarettist im Land, nehmen immer wieder die politischen Verhältnisse aufs Korn. Und bevor ich Sie um einen Kommentar zum heutigen Wahlausgang bitte, schauen wir uns zunächst Ihre Version des Kufsteinliedes an, bitte sehr. Bist du zu ehrlich im schönen Tirol? Lebst du gefährlich, das weiß man wohl. Du musst loyal sein, weil Gott es so will. Und auch schön still, ja, das ist Tiroler Drill. Und auch schön still, ja, das ist Tiroler Drill. Du fragst, warum, wieso, weshalb? Ja, weil es halt immer schon so war. Ja, weil es halt immer schon so war bei uns in Tirol. Herr Koschuh, das hatte offensichtlich irgendwie was Prophetisches. Hält dieser Befund auch nach der heutigen Landtagswahl? Naja, inwiefern prophetisch, weiß ich nicht, aber es ist schon so, dass in Tirol, wenn man aufmuckt, dann bekommt man mal Widerstand entgegengebracht und wenn man der Überbringer einer Botschaft ist, die jetzt nicht so gern gehört wird, dann wird eher der Überbringer gekillt, als dass man sich mit der Botschaft ehrlich auseinandersetzt. In dem Programm geht es um ein politisches Streitthema, das jetzt wahrscheinlich zu ausführlich wäre, es hier zu erläutern, und mit dem Programm ist einfach versucht worden, ein politisches Thema irgendwie am Leben zu erhalten bis zur Wahl, dass es nicht ganz verloren geht. Okay, aber haben Sie, wenn Sie durch die Lande getourt sind, kritisch gegen eigentlich alle Parteien ausgeholt haben, sich geirrt und die Tiroler sind eigentlich eh ganz glücklich mit dem Zustand, wie er ist? Das glaube ich nicht ganz. Das Wahlergebnis ist jetzt so, wie es da ist. Offenbar sind die, die zur Wahl gegangen sind, halbwegs zufrieden mit den Verhältnissen in Tirol, aber es sind 40% knapp nicht zur Wahl gegangen. Und ich als Landeshauptmann würde mich massiv hinterfragen, wenn ich so eine Politikverdrossenheit erzeuge, dass Leute sich zwar an Stammtischen aufregen, das auch in Leserforen kundtun, aber dann nicht diesen Schritt tun, zur Wahl zu schreiten, weil sie sagen,
egal was ich mache, die tun sowieso, was sie wollen. Die lassen sich weiterhin zu Jagden einladen. Die Verseilbandelung in Tirol feiert weiterhin fröhliche Urstände. Und das ist eigentlich die eigentliche Krise in Tirol, dass die Leute sich aufregen, aber dann nicht zur Wahl gehen. Herr Diefenthaler, die Schützen sind aus dem offiziellen Leben Tirols nicht wegzudenken. Sie haben fast 15.000 Mitglieder in 235 Tiroler Schützenkompanien. Und all das war immer schon sehr eng verwoben, muss man sagen, mit der Landeshauptmannpartei, mit der ÖVP. Kommt von Ihnen heute so etwas wie ein Seufzer der Erleichterung, dass eh alles so bleiben kann, wie es ist? Ja, das ist auch eines dieser Klischees, das jetzt bedient wird. Wir sind Vielparteien gebunden, also nicht an die Parteien gebunden. Die Schützen als Multikulti-Verein. Als Multiparteiverein in einem gewissen Sinn. Wir haben Mitglieder aus fast allen Gruppierungen. Ich habe in meiner Zeit als Viertelkommandant Tirol-Mitte zum Beispiel von 70 Kompanien über 15, 16 Kompanien mit sozialdemokratischen Hauptleuten gehabt. Also diese reine ÖVP-Dominanz ist einfach nicht gegeben. Na, und wie geht es Ihnen jetzt heute nach der Wahl? Glücklich? Glücklich bin ich nicht über die Wahlbeteiligung, sage ich ganz offen. Ist auch als Lehrer, der an einer AHS unterrichtet, macht es mich doch zu denken, dass so viele, vielleicht auch junge Menschen, nicht zur Wahl gegangen sind. Es wird an uns allen liegen und an allen Parteien, dass wir die Menschen in Tirol wieder dazu bringen, für ihre Politik einzustehen und tatsächlich zur Wahl umzugehen. Sie waren ja selbst mal ÖVP-Vizebürgermeister. Freuen Sie sich für den Herrn Platter? Ich freue mich für Günter Platter persönlich. Er hat mit sehr viel Einsatz diesen Wahlkampf betrieben, aber ich habe auch sehr gute Verbindungen zu vielen anderen Mitgliedern anderer Parteien, weil wir eben zwar politisch sind, aber nicht parteipolitisch orientiert. Frau Freudenthaler, Sie gehören zu einer Gruppe von Unternehmerinnen und Unternehmern in Tirol, die schon seit einiger Zeit immer wieder diesen Stillstand im Land beklagen. Haben Sie jetzt die Befürchtung, dass der prolongiert ist? Nein, ich glaube, als Erstes sind wir jetzt einmal froh, dass die Wahl vorbei ist. Jetzt kann wieder gearbeitet werden und wir hoffen natürlich darauf, dass gearbeitet wird. Ja, und wenn es jetzt darum geht, dass wir für die Zukunft was bewegen wollen, dann geht es darum, dass jeder aus diesem Wahlkampf, der nicht unbedingt sehr positiv geführt wurde, gelernt hat. Und ich glaube, das Erste, was man lernen muss, das hat der Herr Kuschow schon angesprochen. Wenn ich in einem Unternehmen 40% der Mitarbeiter habe, die sich mehr oder weniger, sage ich jetzt einmal, hingelegt haben und nichts tun, dann habe ich ein Riesenproblem. Und ich glaube, um das geht es. Ich glaube, es geht darum, dass man jetzt 40% der Tirolerinnen und Tiroler dazu bewegen muss, dass sie einfach sich für dieses Land interessieren. Und das ist eine riesengroße Herausforderung. Und ich glaube, da sind dann die Parteien, die jetzt dann die Regierung bilden, extremst gefordert. Wie hat sich Tirol seit 2008 verändert? Das war eine der Fragen der Wahltagsbefragung, die Sora für den ORF durchgeführt hat. Und das ist dabei herausgekommen. 18% der Befragten sagen, das Land hat sich seit 2008 positiv verändert. Das ist nicht einmal ein Fünftel. 24% finden, das Land hat sich negativ verändert. Und 52% sagen, es hat sich eigentlich seit 2008, also in den letzten 5 Jahren, gar nichts verändert, Frau Freudenthaler. Und jetzt hat man den Eindruck, die Tirolerinnen und Tiroler finden das ja eh ganz in Ordnung. Oder welchen Schluss sollte man sonst aus dem Ergebnis heute ziehen? Na, den Schluss, den man aus diesem Ergebnis ziehen muss, das ist genau das, dass sich die Menschen immer wieder aufregen. Und dann fehlt aber praktisch dieser letzte Schritt, ich muss jetzt was dagegen tun. Das heißt, was Tirol braucht, das sind Menschen mit Ecken und Kanten und die kommen uns immer mehr abhanden. Aber so schlecht, Frau Heiß, läuft es ja auch nicht in Tirol, wenn man ein paar wirtschaftliche Eckzahlen anschaut. Also beim Pro-Kopf-Einkommen schaut es nicht gut aus, da ist Tirol Schlusslicht, aber es hat die geringste Arbeitslosigkeit, die geringste Verschuldung und der Tourismus boomt. Also was ist denn so schlecht gelaufen in Tirol? Natürlich kann man sagen, Tirol jammert auf hohem Niveau. Das Gejammer allerdings war tatsächlich unüberspürbar, unüberhörbar. Und es ist tatsächlich sehr überraschend, dass die Angst heute größer war, eine buntere Wirklichkeit zuzulassen und sich das Land anders vorzustellen, als es vermeintlich eh immer schon gewesen ist. Man muss sagen, die ÖVP-Strategen haben mit ihrem Angst und Schrecken zu verbreiten vor einer vielfältigeren Demokratie ganze Arbeit geleistet. Ja, was im Tourismusland, das von ganz vielen Italienern jedes Jahr besucht wird, besonders intelligent ist.
Aber die haben ganze Arbeit geleistet und die haben das hat durchgeschlagen, ganz offensichtlich. Jetzt sagen Sie in Ihrem Eingangsstatement, Sie sind optimistisch gestimmt, dass die ÖVP nicht wieder 5 Jahre verschläft, wie Sie sagen, in etwa. Woher schöpfen Sie diesen Optimismus? Erstens, was bleibt einem denn anderes übrig? Na, es gibt ja logischerweise auch in der ÖVP nicht nur stockkonservative Traditionalisten. Die sind ja auch innerhalb, wie man auch an diversen Splittergruppen sieht, die heuer zur Wahl angetreten sind, gibt es fortschrittlichere, gemäßigtere, konservativere. Selbstverständlich ist die ÖVP in sich nicht homogen. Das ist ein Thema, über das wir dann noch ausführlich reden werden. Gehen wir doch davon aus, oder ich will heute davon ausgehen, dass nach einem Wahlkampf, wo natürlich man versucht hat, die Reihen zu schließen, weil die Gefahr oder Chance, von welcher Seite man das jeweils betrachtet, doch groß schien, dass die ÖVP deutlich verliert, hat man natürlich die Reihen geschlossen. Aber jetzt dauert es mal vermutlich wieder 5 Jahre bis zur nächsten Wahl. Also wäre jetzt die Zeit, ab morgen zu arbeiten und zu schauen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, wo wollen wir dieses Land in 5 Jahren, in 10 Jahren eigentlich haben. Mhm. Herr Karlhofer, Sie sagen auch, ab morgen hat die ÖVP nicht mehr zu feiern, sondern muss eine stabile Regierung zustande bringen. Dazu kommen wir gleich. Ich möchte aber gerne zunächst mit Ihnen ein Interview diskutieren, das Sie vor einer Woche dem Standard gegeben haben. Und da haben Sie gesagt, diese Landtagswahl ist eine Zäsur, die Tirol nachhaltig verändern wird. Knapp daneben ist auch vorbei, muss man da sagen. Warum ist jetzt alles ganz anders gekommen? Wo ist knapp daneben und wo ist vorbei? Also wir haben eine Partei, die 40% hat. Also wenn wir absolute Mehrheiten suchen im Land, dann müssen wir ins Nachbarland Vorarlberg, da können wir nach Niederösterreich, dort haben wir eine ÖVP mit einer Prägekraft, die ganz anders aussieht. Franz Dahr ist, Verzeihung, Günther Platter ist 2008 angetreten, als Franz Dahr seine absolute verlor mit der Ansage, wir holen sie zurück. Jetzt hat man sich die Latte von vornherein auf unter 40% gelegt und jetzt mit den 40% gerade mal feiert man einen Erfolg. Das war das, was ich gemeint habe. Aber schauen wir es uns von der anderen Seite an. Also heute schon beginnen die Überlegungen, wie sieht die Koalition aus? Und zwar nämlich 40%, die 16 Mandate, die ÖVP einbringt, dann braucht sie einen zweiten Partner. Da gibt es 2 mit 5 Mandaten. Wir reden von 36 zu vergebenden Mandaten. Ich sage es Ihnen anders. Und deswegen glaube ich nicht, dass es knapp daneben oder vorbei war, sondern die ÖVP hat genauso wie in der vergangenen Periode die größte Opposition im Landtag, die wir in Österreich haben. Und das wird sie jetzt wieder haben. Es sei denn, sie nimmt eine dritte Partei dazu. Aber da hat Herr Platter schon die Ansage gemacht, davor will er sie hüten. Und wo sehen Sie jetzt die Zäsur, die an diesem heutigen Tag Die Zäsur besteht ist? Darin, dass wir jetzt eine verfestigte, fragmentierte, also ins gespaltene ÖVP-Landschaft haben, die so nicht wieder zusammenkommt. Platter trat an mit der Ansage, er will die Partei zusammenführen. Gegenteil. Also es ist nicht nur nicht gelungen, Dinkhauser zurückzuführen, sondern es sind noch weitere entstanden und nunmehr auch aus dem innersten Kreis heraus, nämlich mit Vorwärts Tirol. Es ist gelungen, siehe Stichwort der Wahlbeteiligung, hier einen Mobilisierungswahlkampf zu führen. Wir kennen das mit dem Cinquecento, der an die Wand fährt und die Geister so geschieden hat, wie man das beurteilt. Aber man hat einen Wahlkampf geführt, da ist die ÖVP eindeutig professioneller als die anderen, aber die könnte man noch reden. Aber Tatsache ist also, wir haben alles andere als eine geschlossene ÖVP und diese zentrifugalen Kräfte, die sind weiter da. Und ich sage es nochmal, also mit der größten Opposition im Land, also in Österreich, das hat man schon in der vergangenen Periode gesehen, also da ist Regieren nicht so einfach. Das Einzigartige an der Tiroler Parteienlandschaft ist wohl, wie wir eben gehört haben, dass die härteste Konkurrenz für die Landeshauptmannpartei ÖVP aus den eigenen Reihen kommt. Und das schon seit Jahrzehnten. Das waren noch Zeiten für die ÖVP. 24 Jahre lang ist Eduard Wallnöfer unangefochtener Landeshauptmann und fährt bei Landtagswahlen regelmäßig Ergebnisse jenseits der 60% ein. Das ist schon eine glänzende Perle in der Krone der Bundesländer ist. Ende der 80er Jahre beginnt für die Partei der Abstieg im bergigen Tirol. Bei Landtagswahlen verliert die ÖVP zusehends.
Und auf Gemeindeebene kommt es 1994 zur ersten Absplitterung. Der Abtrünnige ist ausgerechnet Wallnöfers Schwiegersohn Herwig van Staar. Selbst in der ÖVP verankert, tritt er nach innerparteilichen Querelen mit einer neuen Liste für Innsbruck gegen den amtierenden ÖVP-Bürgermeister Nischer an und erobert damit prompt dessen Amt. Dennoch bleibt er ÖVP-Mitglied und schafft es, wiederum begünstigt durch parteiinterne Streitereien, 2001 zum Parteiobmann. Ein Jahr danach wird er Landeshauptmann. Aus van Staars einstiger Gründung für Innsbruck kommt auch die amtierende Bürgermeisterin Opitz Plörer. Bis 2012 ist sie außerdem Mitglied im Landesparteivorstand der ÖVP. Nun kandidiert sie aber für die neue Partei Vorwärts Tirol. Ein weiterer prominenter Name auf dieser Liste, Anna Hosp, einst die Zukunftshoffnung der Tiroler ÖVP, ist nun eine der schärfsten Kritikerinnen des amtierenden Landeshauptmanns. Dass eine Abspaltung durchaus von Erfolg gekürt sein kann, beweist Fritz Dinkhauser bei der vergangenen Landtagswahl. Der frühere schwarze Arbeiterkammerpräsident tritt 2008 mit der Liste Fritz gegen die ÖVP an. Die Partei schafft auf Anhieb über 18% und wird zur stärksten Oppositionskraft im Landtag. Leute, die also sich zu mir bekannt haben, bei dieser Wahl kandidiert Dinkhauser nicht mehr als Spitzenkandidat. Dafür geht aus seiner Partei wiederum eine neue hervor. Sein einstiger Mitstreiter Fritz Gurgieser tritt mit seiner eigenen Liste an. Genau wie der ehemalige Wirtschaftsbündler Patrick Pfurtscheller. Damit präsentiert sich den Tirolern bei dieser Wahl ein scheinbar bunter Strauß aus doch vielen schwarzen Parteien. Ja, wir haben gelegentlich schon uns fragen müssen innerhalb der FPÖ und BZÖ, wer gehört wohin, aber um das alles noch zu durchschauen, muss man ein Politikwissenschaftler sein wie Sie. Und Sie können uns jetzt vielleicht auch erklären, warum das eigentlich gerade in Tirol so ist mit der ÖVP und ihren Abspaltungen. Also wie gesagt, tun wir einige weg, die überall antreten, dann ist es gleich einmal übersichtlicher. Allerdings insoweit übersichtlicher, dass wir dann die bekannten Namen haben, SPÖ, Grüne und FPÖ. Aber wir haben sehr, sehr viele Listen, die außerhalb von Tirol fast nichts sagen, weil sie eben, da steht nicht ÖVP. Ich sage Ihnen eine Spezialität, die wir in Tirol haben, die man in anderen Bundesländern nicht kennt. Das hat aber nichts mit Folklore zu tun, sondern damit, dass es so gerade auf Gemeindeebene die Parteien, die ÖVP, oft gar nicht als ÖVP antritt. Sie finden viele Gemeinden, da kommt der Name ÖVP nicht vor. Sie glauben, da gibt es gar keine ÖVP. Denn in Wirklichkeit haben sie also so viele Listen, die alle ÖVP sind, dass die sich allerdings viele verselbstständigt haben. Und das muss man auch dazu sagen. Das erklärt einiges, was im Land los ist und was wir jetzt also auch auf Landesebene feststellen können. Listen, die nicht mehr den Namen ÖVP tragen und im weitesten Sinne gerade diese Öffnung, diese Durchlüftung des Landes und wie immer es manchmal genannt wird, also betreiben oder zu betreiben versuchen. Und das erklärt uns zunächst einmal vieles. Wenn Sie mir aber ganz direkt fragen, van Staar, das war diese Einblendung, hat es ja schon ein wenig gebracht. Das war ein Duell übrigens. Dinkhauser fordert van Staar heraus. Damit also hatten sie eine spannungsgeladene Wahl. Er musste abtreten, weil Dinkhauser es gelang, mit 18,4 aus dem Stand ihn aus dem Amt zu hebeln. Und dann kam Platter, es gelang ihm, Landeshauptmann zu werden. In dieser Wahl hatten sie kein Duell. Sie hatten sehr, sehr viele ÖVP-Listen, die sich alle und andere auch noch, die, ich möchte fast so sagen, einander im Weg standen. Und da hatten wir die Wurzel suchen, auch für diese sehr niedrige Wahlbeteiligung. Aber wenn man es nicht besser wüsste, Frau Heiß, dann könnte man fast vermuten, dass es eine Strategie, sich auf so viele Listen aufzusplittern und aufzuspalten, dass man am Ende dann eine große Mehrheit erreichen kann. 61% zusammengerechnet haben die Listen, die sich abgespalten haben, mit der ÖVP gemeinsam heute erzielt. Aber worin sehen Sie die Ursachen für dieses Zerlegen einer Partei? Das ist zum Teil, denke ich, ganz banal auf einer Ebene persönlicher Animositäten. Da gibt es einfach Leute, die zum Teil viele Jahre miteinander einen politischen Weg gegangen sind und dann einfach nicht mehr miteinander konnten. Und Scheidungen werden dann halt oft sehr schmutzig ausgetragen und da gibt es dann auch die klaren Ansagen, wir könnten eventuell mit der Gruppierung, aber nicht, solange die Person X dort das Sagen hat.
und so weiter. Das ist ein guter Punkt, den Sie da erwähnen, denn eine der Sachen, die spielt sich jetzt möglicherweise ab, theoretisch hätte ja Landeshauptmann Platter die Wahl aus 4 möglichen Koalitionspartnern. Einer davon kommt wahrscheinlich eher nicht in Frage, die Liste Vorwärts Tirol. Da gab es genau diese persönlichen Animositäten, Herr Diefenthaler. Man glaubt ja immer in Tirol, die Leute setzen sie dann zusammen, das ist auch eines der Klischee, und reden sich's aus, auch beim Schnapserl oder so. Warum sind da solche Animositäten, glauben Sie? Ja, die Frau Heiß hat es ja schon erwähnt, es geht sehr häufig doch um persönliche Befindlichkeiten, unterschiedliche Einstellungen in einer großen Partei. Es gibt ja verschiedene Bünde, die unterschiedliche Interessen haben. Aber ich hoffe und ich glaube, dass es doch gelingt, die Gruppierungen zusammenzuführen. Es ist ja nämlich so, in den Dörfern draußen sieht man es ja, da sind aus den Gemeinderäten und aus den Ortsparteien die ÖVP-Mitglieder dann auf verschiedenen Listen drauf. Benachbarte Bürgermeister ist der eine auf der ÖVP-Liste gewesen, der andere war auf der Vorwärtsliste, die an sich aus dem gleichen Stall kommen. Und es wird auch, um in den Regionen zusammenarbeiten zu können, notwendig sein, dass man sich in den einzelnen Lagern wieder der Sache besinnt und nicht der Person. Aber hat das möglicherweise, Frau Freudenthaler, was mit der bündischen Struktur der ÖVP zu tun? Ist der Bauernbund so besonders stark in Tirol, wie wir wissen? Und da gibt es die Gruppe der Arbeitnehmer, die möglicherweise andere Interessen in Tirol vertreten? Oder wie schätzen Sie das ein? Also erstens einmal ist die bündische Struktur aus meiner Sicht der Grund, warum sich diese Partei einfach nicht modernisieren kann. Weil das ist ganz schwierig, wenn ich natürlich ständig darauf aufpassen muss, wen kann ich aus dem Bund nehmen. Das heißt, ich kann nie nach Kompetenz nehmen und nach den besten Köpfen, sondern ich muss immer schauen, aus dem Bund und aus dem Bund. Also das ist ein ganz großes Dilemma dieser Partei. Und jetzt geht es halt einfach darum, geht es Ihnen um die Sache oder geht es Ihnen nicht um die Sache? Und wenn es Ihnen um Tirol geht, dann glaube ich, da bin ich der Meinung des Herrn Schützenhauptmannes, dann muss es ein vereintes Kämpfen für das Land geben. Und wenn es nicht um die Sache geht, dann sind Sie keine guten Führungspersönlichkeiten, ganz einfach. Glauben Sie, Herr Kuschu, dass sich das ausgeht mit den vielen verschiedenen Abspaltungen der ÖVP wieder unter einem Dach? Glaube ich ehrlich nicht, weil momentan wirklich das so ist, dass also diese Animositäten da sind. Also Vorwärts Tirol, die beiden Gründungsmitglieder, Innsbrucker Bürgermeisterin Opitz Blöhrer und Anna Hosp, die sind interessanterweise aus der ÖVP ausgeschlossen worden. Herwig van Staat, der das ja schon fast 2 Jahrzehnte davor vorgelebt hat, war immer ÖVP-Mitglied. Also ich glaube echt, dass es kein Schwarz-Schwarz geben wird. Also das wäre ganz brutal fürs Land. Also ich hoffe schon, dass da irgendein Korrektiv noch mit ins Regierungsboot geholt wird. Ob das jetzt die SPÖ ist oder die Grünen, ist dann schon fast wieder egal. Aber es braucht irgendein Gegenpol zu der ÖVP-Dominanz in Tirol. Also die SPÖ, wieso wäre denn ein Korrektiv? Die sitzt von Anfang an, seit es ja, in Tirol in dieser Form gibt, in der Regierung mit der ÖVP. Sie haben recht, ich muss mir jetzt ganz eiskalt revidieren, weil die SPÖ ist, wie Sie vielleicht implizieren, noch immer auf die Regierungsseite umgefallen, hat auch immer wieder alle sämtlichen Streitthemen dann doch mitgetragen und hat jetzt jüngst im Wahlkampf ein halbes Jahr davor erkannt, ui, wir haben kein Profil, jetzt müssen wir dagegen halten und dagegen schießen. Und das ist, wie man sieht, vom Wähler und von der Wählerin nicht belohnt worden, weil dieses auf einmal erkennen, dass man Profil braucht und davor hat man jahrzehntelang keins gehabt, das wird offenbar abgestraft. Nachdem die größte Regierungspartei also so aufgesplittert, aufgespalten ist, muss sich der Beobachter von außen möglicherweise fragen, ja, wer hat denn wirklich die Macht in diesem Land? Fritz Dinkhauser, langjähriger und wortgewaltiger ÖVP-Politiker aus dem Arbeitnehmerbund und zuletzt mit der Liste Fritz einer der Parteirebellen, erklärt das so. Da herrscht absolute Allmacht. Ja. Da muss ich sagen, hat ein anderer nichts mehr zu sagen, sondern nur die ÖVP. Und auch bei der ÖVP ist es so, dass 70 Jahre Bauernpolitik, und da sind die Machtbauern, ich rede nicht von den kleinen Bäuerlein da draußen, sondern die Machtbauern, die also dieses Land bestimmen. Und darüber hinaus sind natürlich alle die was meinen, ihnen gehört das Land. Das sind also alle die was viel Geld haben, die Bonzen, Seilbahnbesitzer, die Talkaiser, die Hoteliers, die haben da Sorgen. Und die sagen auch, weil das Hauptmann wird. Das ist der Befund von Fritz Dinkhauser. Frage in die Runde. Teilt jemand diese Meinung oder hat jemand was dagegen einzuwenden? Herr Karlhofer, hat er recht, der Herr Dinkhauser? Er hat recht und hat nicht ganz recht. Also von ihm gibt es auch den Spruch aus früherer Zeit,
wo er gemeint hat, wenn ich mit dem Bischof nicht zufrieden bin, trete ich deshalb nicht aus der Kirche aus. Und damit meinte er, dass der Zusammenhalt der ÖVP ist ihm ganz wichtig, auch wenn er gerade mit dem Landeshauptmann im Clinch liegt, der damals Van Staar hieß. Es ist eine Sache, die muss man schon sehen. Es gibt persönliche Rivalitäten, ganz eindeutig. Die gibt es aber überall. Übrigens, Bünde gibt es ja auch nicht nur in Tirol. Das heißt, dieses Strukturproblem der ÖVP hätten wir überall. Aber nicht in allen Landesparteien ist die ÖVP dermaßen zerstritten in Flügelkämpfen, also so wie hier. Also Dinkhauser hat sich verselbstständigt, also mit seiner Liste. Das ging über dieses Thema außerhalb Tirols so schwer zu greifen, Agrargemeinschaften, wo einfach eine Frontalstellung da war. Ich sage Ihnen einen Satz nur dazu, was die Agrargemeinschaften ohne hier weit auszuholen also bedeutet. Da, man gab den Bauern Gemeindegut, übergab es ihnen zu einer Zeit, als der Grund nichts wert war. Tirol hat heute die höchsten Grundstückspreise in Österreich. Das heißt, wenn hier daraus aus der Substanz Gewinne gezogen werden, dann kommen die heute Mitgliedern von Agrargemeinschaften, die zum Teil gar keine Bauern mehr sind, zugute und den Gemeinden fehlt das Geld. Und daher dieser tiefe Konflikt, der zu dieser ersten Abspaltung Dinkhauser geführt hat und dann zu einigen weiteren auch. Also das ist einmal das eine, dass dieses Thema Agrargemeinschaften in Tirol zumindest bei der Wahlentscheidung die allerwenigsten nur interessiert hat. Das haben die Wahltagsbefragungen heute auch gezeigt. Aber der Befund von Fritz Dinkhauser war ja ein ganz anderer. Und das legt ja auch wahrscheinlich dieses Thema nahe, dass die Macht im Land andere haben als jetzt unbedingt nur die Parteipolitik. Er sagt, die Seilbahnkaiser, die Talkaiser, die Großbauern, die haben das Reden im Land. Herr Kuschuk, sehen Sie das so? Absolut, muss man so sehen, wenn man sieht, es waren viele für Seilbahnbau zuständige Landesrätinnen und Landesräte in den letzten Jahren immer wieder gern gesehene Gäste auf Jagden beim größten Seilbahner im Land. Da gibt es eine ganz ungute Verseilbandelung. Dann gibt es natürlich diese Machtbauern in Tirol, die wirklich viel Grund auch besitzen. Das muss man unterstreichen, das gibt es wirklich. Und das Agrargemeinschaftsthema, da geht es um 200.000 Hektar Grund und Boden. Das ist eine Fläche so groß wie Osttirol. Da sieht man, wie viel Grund da bewegt worden ist von den Gemeinden weg zu ein paar Auserwählten, die plötzlich sind Gemeinden ohne Grund und Boden dagestanden von heute auf morgen. Und dann müssen die Bürgermeister zum Agrargemeinschaftsobmann, der vielleicht gar nicht mehr Bauer ist, hingehen und betteln, wenn sie ein Pflegeheim erweitern wollen. Das sind ganz ungute Zustände. Und generell muss man schon sagen, dass eben dieses Verseilschaft und Verseilbandeln in Tirol wirklich dramatisch ist. Und natürlich der Bauernbund, wenn der Bauernbund einmal nicht will, dann ist nicht nur das Licht im Stall ausgeschaltet, sondern dann dreht sich auch in Tirol die Erdkugel nicht mehr weiter, weil der Bauernbund hat noch immer sehr viel Macht, Grund und Boden und innerparteilich kann der so ziemlich alles blockieren. Der Bauernbund macht eigentlich den Landeshauptmann. Da kennen Sie sich gut aus, Frau Heiß, weil Sie haben immerhin 25 Jahre lang bei der Tiroler Tageszeitung als Journalistin gearbeitet. Wie groß schätzen Sie die reale Macht des Bauernbundes in Tirol denn ein? Genauso, wie es der Markus Kuschuk gerade beschrieben hat. Ich denke, dass diese absolute Macht des Bauernbunds innerhalb der ÖVP tatsächlich verhindert, dass fähige und willige Menschen in der ÖVP sich überhaupt zu Wort melden und aus den Stauden heraustrauen und sagen, versuchen wir was weiterzubringen. Die Macht ist absolut des Bauernbunds, obwohl es gerade einmal noch 3% Bauern in Tirol gibt. Ist die Macht also 3% der Bevölkerung sind Bauern. Ist die Macht da falsch verteilt, Herr Diefenthaler? Sagen Sie ja, weil es wahr ist. Ja. Ja. Da wird es ein bisschen schwer. Das ist, Reden Sie frei von der Leber. Ja, frei von der Leber. Ich darf daran erinnern, dass der Bahnbund ja eigentlich eine Gründung war, die gegen damalige Zustände am Anfang des 20. Jahrhunderts revoltiert hat, von kleinen Kaplänen und kleinen Bahnen. Vielleicht hat er sich tatsächlich zu einer starreren Einheit entwickelt. Vielleicht muss man gewisse Strukturen aufbrechen in dem Zusammenhang, moderner andenken. Vielleicht sollte man wirklich auch auf die Gesamtbevölkerung mit einer gewissen Rücksicht hintreten. Andererseits ist es auch so, dass die Bauern in Tirol und viele Bauern, es ist ja auch da gesagt worden und Gott Wurst davor gesagt, es sind ja nicht nur die großen Bauern, die da zu bedenken sind, sondern es sind die vielen kleinen Bauern, die im Nebenerwerb sehr viele Flächen bewirtschaften. Da muss man dann schon unterscheiden, welche Bauern man da meint und welche Bauern man dann angreift. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wenn man jetzt gerade wieder die Diskussion um die Almbemessungen und so weiter anschaut, dass ein Aussterben des
kleineren Bauern, der die Höfe am Berg betreibt, für Tirol ein wahnsinniger Verlust wäre, weil es ein Verlust an Kulturlandschaft und ein Verlust an Betreuung des Landes wäre. Also Sie sagen, der Bauernbund hat zu Recht so viel Macht. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, man muss sich gewisse Strukturen überlegen. Man muss sicher den vielen kleineren Bauern mehr Mitbestimmung geben. Ich selber bin nicht im Bauernbund, ich kenne die Strukturen dort nicht. Ich bin ganz ein einfacher AHS-Lehrer und habe also damit relativ wenig zu tun. Andererseits interessiere ich mich gerade mit meinen Schülern immer wieder für die Landwirtschaft. Das können alle bestätigen. Und die Landwirtschaft ist für unser Land, auch für den Tourismus, eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Frau Freudenthaler, Sie sind ja eher in der Industrie zu Hause. Haben Sie das Gefühl eines Ungleichgewichts in der politischen Bedeutung zwischen dem Bäuerlichen und der Industrie und den restlichen Wirtschaftszweigen? Also das habe ich auf jeden Fall. Also ich sage jetzt einmal, die Unternehmer sind in Tirol nach wie vor eigentlich immer Bittsteller. Und es ist schon so, dass die Bauern, man muss natürlich auch zu den Bauern auch eines sagen. Ich glaube, ohne die Bauern wäre wahrscheinlich auch das Wahlergebnis heute nicht so gewesen, weil die Bauern einfach in sich wahnsinnig stark sind. Und das ist halt dann die Wirtschaft immer wieder nicht so. Aber was mir schon noch ganz wichtig ist, was ich zu dem Fritz Dinkhauser sagen möchte, ich glaube, zum Fritz Dinkhauser muss man natürlich schon auch sagen, dass wenn er nicht jahrelang mit sehr viel Geld, sehr viel Werbung als Arbeiterkammerpräsident gearbeitet hätte, dann hätte er auch damals dieses Wahlergebnis nicht erreicht. Und es ist, glaube ich, schon sehr einfach, dann immer zu schimpfen und so weiter und so fort. Ich meine, der Fritz Dinkhauser weiß, warum er diesmal nicht mehr angetreten ist. Und ich glaube, so muss man das auch sehen. Weil wir in dieser Runde auch ein bisschen darüber diskutieren und reden wollen, wie denn Tirol tickt, da gehört eines dazu, nämlich der Tourismus, ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor in Tirol. Und was die Tiroler für den Tourismus alles zu tun gewillt sind, das hat Regisseur und Filmemacher Felix Mitterer schon Anfang der 90er Jahre satirisch-gesellschaftskritisch für seine Piefke-Saga auf die Schaufel genommen. Schauen Sie mal. Ja, die Familie Sattmann, Herr Direktor. Grüß Gott, Herr Wechselberger. Meine Frau, immer hübscher. Und der Herr Seeberg. Grüß Gott, Familie Sattmann, herzlich willkommen. Wie steht das Wetter befinden? Gut. Nein. Mit dem Wetter haben Sie einmal ausnahmsweise recht gehabt. Ich klar. Scheiß Piefke, die soll man ein Leben lang aushalten. Jetzt laufen die Trottlers wie die Wahnsinnigen durch der Gegend. Niemals einen Jagertee haben sie dabei. Scheiß Piefke, was, Chef? Red nicht aus einem Plätz und verschwind aus deiner Kuchel. Bis zum Sommer. Wiederschauen. Bis zum Sommer. Alles Gute und vielen Dank. Tschüss, Stefan. Die Piefke-Saga von Felix Mitterer war übrigens der Autor dieses Stück. Und es war wohl die perfekte Inszenierung des Tirol-Klischees, Herr Koschuh. Alles zu nutzen dem Tourismus, auch wenn es mal gerade nicht gefällt. Hat sich daran seit Anfang der 90er Jahre, als das herausgekommen ist, irgendetwas geändert, außer dass statt besonders viele Gäste aus Deutschland mittlerweile auch besonders viele aus Russland kommen? Und besonders viele Gäste aus Deutschland auch bei uns auf den Almhütten arbeiten, muss man auch sagen. Es hat sich sehr viel geändert, nämlich zum Schlechten. Es gibt in Tirol immer wieder Diskussionen rund um die Finanzierung von Almabtrieben, weil die halt touristisch sehr, sehr wichtig sind. Die braucht im Ort zwar niemand, aber der Tourismus braucht den Almabtrieb. In Jerzens, im Pitztal, hat es eine Diskussion gegeben, da wollte sich eben die Agrargemeinschaft Jerzens querlegen und ihn nicht mehr durchführen wegen eines dorfinternen Streits. Dann hat man das kalmiert mit Geld. Da ist Geld da für diesen Almabtrieb, der touristisch nutzbar ist. Aber für einen ganz simplen Kinderspielplatz im Ort, der 20.000 Euro kosten würde, ist kein Geld da. Oder eine Bekannte von mir ist gerade jüngst von Ischgl, Skimetropole in Paznaun, nach Hause gefahren, hat 8 Euro bezahlt. Ein deutscher Gast ist eine halbe Stunde später gefahren, dem wurden 32 Euro abgeluchst. Also die Piefke-Saga feiert... Jetzt mit dem Taxi oder mit womit?
Taxi, Preis, gleiche Strecke, 8 Euro einheimisch, 32 deutsch. Edgy Badge, blöder Piefke, ja, so quasi. Es hat sich in Tirol einiges zum noch schlechteren geändert. Der Tourismus bringt Tirol extrem viel, das ist unbestritten, das ist der Wirtschaftsfaktor. Aber der Tourismus auch bringt es nicht zu Wege, dass er Gehälter zahlt, von denen die Leute in Tirol auch leben können. Und nicht nur Tirolerinnen und Tiroler, sondern das sind Migrantinnen von überall her, die brennen sich in einer Saison aus und die kannst du dann wegschmeißen im Prinzip. Das sind arme Würsteln im Prinzip. Aber der Tourismus, Herr Karlhofer, ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Tirol und da ist offenbar ja alles recht, was halt irgendwie geht. Ist das in Ordnung so? Also ich sehe das, um jetzt abgesehen von Dingen, wie Herr Koschusi erwähnt hat, die man ernsthaft angehen muss, also, aber eigentlich schon auch ein wenig lakonisch. Also ich habe gut noch die Piefke-Saga in Erinnerung. Das ist eine schöne, ausgebreitete Geschichte über Zeichnung und zum Teil eben auch mit einem Wahrheitsgehalt, wo ein Land sich regelrecht oder Teile des Landes sich regelrecht prostituieren, sich unterwerfen, denen schön tun und so weiter. Das ist inzwischen anders. Inzwischen hat man also gelernt, also selbstbewusst mit den Touristen umzugehen. Wenn ein Wiener hinfährt, wenn ein Pole, wenn ein Russe, wenn ein Holländer hinfährt, dann kriegt er das, was er will. Er kriegt Ballermann in Sölden, er kriegt ihn in einem Alberg, er kriegt ihn also auch in Ischgl und so weiter. Das ist das, was Geld bringt und das wird also beinhart, knallhart also kommerzialisiert und das werden Sie überall dort finden, wo sozusagen Tourismus so also etwas bringen kann. Das haben Sie sogar in Venedig, wo Sie den zu seiner Verzerrung also serviert bekommen. Da sehe ich nicht zwingend das. Die Widersprüche, die Herr Koschiru anspricht, das sind natürlich schon die Dinge, dass nämlich also ein Land auf der einen Seite seinen Gewinn daraus zieht, nicht nur aus der produzierenden gewerblichen Wirtschaft, die ja sehr wohl also eine Bedeutung hat und die man nicht unter den Tisch fallen lassen sollte. Das ist nicht so, dass das der größte Wirtschaftsfaktor wäre, der Tourismus allein. Das ist eine Illusion. Aber eben, dass es einfach in diesem Land, gerade in diesem reichen Land, krasse Gefälle gibt zwischen Einkommenssituation, zwischen Lebenshaltungskosten, zwischen Wohnungskosten und anderem mehr. Das ist zum Beispiel bei dieser Wahl unter den Tisch gefallen, aus einem Grund. Und deswegen sage ich auch, warum die Agrargemeinschaften so weit hinten waren. Das ist nicht, dass die Leute berührt, aber das ist der Auslöser gewesen, dass gerade diese Rivalität um den Zugriff auf die großen Teile des Kuchens dann auch eine Partei an die Grenze ihrer Integrationskraft gebracht hat. Und indirekt betrifft es die Leute und die Themen selbst sind gar nicht erst zur Sprache gekommen. Na, Tiefenthaler, sind die Schützen auch bis zu einem gewissen Grad ein Teil dieser Inszenierung, die für Touristen eben so gemacht werden? Ja, wie ich schon in meinem Eingangsstatement festgestellt habe, versuchen wir gerade das nicht zu sein. Das hat sicher auch mit der Kritik von außen zu tun. Ich bin ja in dauernden Umfällen in der Schule und mit meinen Kollegen immer auch dieser Kritik ausgesetzt und ich glaube, es wird kaum eine Gruppierung in Tirol geben, die sich selbst so häufig hinterfragt, die selbst so häufig analysiert, welchen Stellenwert sie hat. Und ich finde wenig Klischeehaftes dabei, wenn wir zum Beispiel derzeit unsere oder die Rolle der Schützen im Nationalsozialismus aufarbeiten lassen. Oder wenn wir einen Allianzvertrag mit den Diözesen Innsbruck und Salzburg haben und den Gemeinden Tirols, wo zum Beispiel in meiner Gemeinde monatlich 7 Schützen zur Verfügung stehen, die für alte Menschen kleine Erledigungen oder dringende Bedürfnisse befriedigen. Also ich sehe da kein Klischee dahinter. Sind die Schützen jetzt eine Wohltätigkeit? Nein, das nicht, oder was ist Ihr Selbstzweck? Wir versuchen aus der Geschichte heraus, also aus der Geschichte des Tiroler Schützenwesens, für das Land einzutreten. Und es haben sich eben die Aufgaben in diesem Land geändert. Und wir versuchen in verschiedensten Bereichen, in den Umweltschutz, im Bereich des Sozialen hinein, für das Dorf, für die Gemeinschaft, für die Gemeinde da zu sein. Indem Sie was konkret tun? Ein Beispiel, wenn jetzt die Schützenkompanie... Aufmarschieren, tun Sie ja meistens, das ist, gehört dazu, das gehört natürlich dazu. Wir haben unsere Prozessionen, da treten wir auch für das Dorf auf und für die Gemeinde auf. Und Sie werden es nicht glauben, aber in meiner Kompanie, die immerhin weit über 100 Mann hat, war vor kurzer Zeit einmal, haben wir es uns angeschaut, da ist ein Drittel Zugezogene, ein Drittel sind Kinder von Zugezogenen und ein Drittel sind ursprüngliche Milser, so wie. Also wir haben, wie ich schulgegangen bin, haben wir 600 Einwohner gehabt, jetzt haben wir 4.400. Also es gibt verschiedenste Aufgaben, die wir in dem Bereich erfüllen. Aber wenn Sie jetzt, nur zur Präzisierung, wenn Sie Zugezogene meinen, dann meinen Sie nicht
aus der Türkei zugezogen, sondern aus Imst oder aus, aus Wörgl oder so zugezogen. Auch klarerweise aus Tirol zugezogen, er war aus anderen Bundesländern. Nein, das ist uns klar. Ist Tirol ohne Schützenkompanie vorstellbar? Sie gehören zu Tirol dazu, das ist ein Teil der Tradition, aber mir ist schon eines ganz wichtig, ich wehre mich komplett dagegen. Tirol ist ein wunderschönes Land und Tirol, Herr Couchot, geht, glaube ich, mit seinen Touristen gleich um wie viele andere Länder. Und ich glaube, wir müssen schon aufpassen, die Tiroler müssen schon auch einen Stolz haben auf dieses Land. Und ich glaube, wenn Sie heute in Indien sind oder in Brasilien oder sonst irgendwo, dann wird man mit den Touristen gleich umgehen. Das ist auf der ganzen Welt so. Also so gesehen, nein, das ist auf der ganzen Welt so. Nur ich glaube, wir sollten schon den Stolz haben als Tiroler, dass wir nicht sagen, in Tirol ist es schlechter wie sonst irgendwo. Also der Meinung bin ich überhaupt nicht. Ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass der Tourismus, ja, und ich sage jetzt als Geograf, der Tourismus antizyklisch wirkt. Ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes in Tirol wird im Tourismus erwirtschaftet, in Partnerschaft zum Beispiel mit Gewerbe und Industrie. Und gerade dieses antizyklische Wesen des Tourismus führt auch dazu, dass wir Krisen leicht darüber stehen können. Mhm. Interessant war die Reaktion auch von Landeshauptmann Günter Platter heute nach der Wahl. Da hat er gesagt, vergelt's Gott. Wie wichtig ist die Rolle der katholischen Kirche in Tirol wirklich noch, Herr Couchot? Was sagen Sie? Es gibt große Unterschiede zwischen Stadt und Land auf jeden Fall, die sind ganz klar auszumachen, glaube ich. Und auch wo ich jetzt mit meinem Programm unterwegs war, habe ich das auch sehr gut erkannt. Ich habe eine Szene drin, die an eine Prozession angelehnt ist. Und es sind dann schon am Land ab und zu Leute wutentbrannt rausgestürmt. Das ist in der Stadt nicht so der Fall gewesen. Aber was haben Sie denn so Furchtbares da gesagt? Naja, dass es vordergründig um die Maria geht, aber eigentlich um die Marie. Ja, und zwar im Tourismus genauso wie auch sonst in allen Lebensbereichen. Und in Tirol habe ich schon oft das Gefühl, dass man 6 Tage lang Gründe ansammelt, um am 7. Tag wieder die Beichte sich abnehmen lassen zu können. Das ist eine gewisse Scheinheiligkeit. Es gibt durchaus noch Leute, die es wirklich ernst nehmen. Das finde ich wunderbar. Der Glaube soll frei sein. Ja, alle Glaubensrichtungen in Tirol sollen auch ihre Gotteshäuser haben dürfen. Aber diese Scheinheiligkeit, die immer mehr Platz greift, eben dieses 6 Tage Gründe sammeln, 7. Tag in die Kirche, tu Buße und alles ist wieder okay, das finde ich nicht in Ordnung. Gibt es aber interessante Zahlen, Frau Heiß. Die letzten, die bekannt sind, sind von der letzten Volkszählung, die ist 2001 abgehalten worden. Und da sind folgende Zahlen herausgekommen. Quer durch Österreich sind 73% der Bevölkerung Katholiken. In Tirol sind es 83%. Also besonderes Schwergewicht scheint die katholische Kirche schon zu haben. Was spielt sie Ihrer Meinung nach für eine Rolle im Land? Ich glaube, dass durch die stark dörflich geprägte Struktur des Landes kirchliche, heißt in Tirol natürlich zum Großteil katholische Feiertage, tatsächlich dazu beitragen, das Jahr zu strukturieren nach wie vor. Ich glaube nicht, dass die Tirolerinnen und Tiroler katholischer sind im tiefsten Herzen. Woher hat dann Tirol diesen Beinamen des Heiligen Landes? Ja, das ist eine gute Frage. Wissen Sie es? Mir kringelt es, wenn ich es einmal auf gut Tirolerisch sagen darf, immer die Zehennägel auf, wenn heute jemand sagt, das Heilige Land Tirol. Das heißt nichts, einfach nichts. Das hat aber nichts zu tun mit unserem, dass wir persönlich heilig sind, sondern es hat damit zu tun, dass 1796 die Tiroler Landstände in Bozen beim Angriff der napoleonischen Truppen auf Tirol sich dem Herzen Jesu verschworen haben. Daher ja, die Bezeichnung schon, Heiliges Land. Wenn Tirol. Wir jetzt schon historisch werden, dann kommen wir ohne Gegenreformation nicht aus. Also, ja, und zwar nämlich also nirgends wurde dem Volk mit dermaßen Brutalität der Katholizismus also wieder eingeprägt also und indoktriniert, wie in Tirol das seinerzeit der Fall war. Also das ist historisch also auch ein kleiner Exkurs, der es lohnen würde. Nur, ich bin kein Historiker, ich sage nur, wenn Sie sagen, diese Reminiszenzen, die da sind. Es gibt übrigens, also das eine ist einfach die Tradition und die halte ich für nicht kitschig, wenn ich das so nennen darf. Das sind also die von Leichnamsprozessionen, das sind also meinethalb auch die Schützen, wenn sie nicht gerade so
sich hergeben. Ich finde, dass sie schöner ausschauen als zum Beispiel die Kaiserschützen in Eigenschlögl, also da hier in Tirol. Also, und das sind nicht Dinge, die man so ohne weiteres wegtut. Und da geht es auch nicht um den zweimal inszenierten Almabtrieb, also das, was Perversionen sind und die allerdings nicht da quer durchgehen. Was denn die Religiosität im Land Tirol betrifft, stimmt es schlicht einfach, dass sie so in den Tälern, je weiter sie in die Täler zurückgehen, und die Täler können sehr weit sein, da sind sie schneller von Innsbruck in Linz, als sie in Fenz sind oder noch weiter hinten. Und genau dort also ist es eine sehr, sehr starke Gebundenheit und Tradition, die lebt dort noch fest. Und dann haben sie den Ballungsraum Innsbruck, wo allerdings die meisten Menschen leben, und da ist Religiosität oder Religion, nennen wir es so, einfach fast kein Thema mehr. Jedenfalls nicht zu unterscheiden wie beispielsweise auch in Wien. Na, hat da die ÖVP eine Art Monopol auf Tradition? Die ÖVP war immer die logische Landespartei. Logische Landesparteien gibt es ganz wenig. Es gibt eine in Vorarlberg, in Tirol und in Wien. Nur in Wien mit anderer Couleur im Hintergrund. Und so von der Seite müssen Sie das sehen. Sozusagen, wo man den Menschen von der Wiege bis zur Bahre, das ist etwas, was in Wien geboren wurde, der Spruch, und die Sozialdemokratie begriff, also den einfach begleitet. Und da war die ÖVP immer allzuständig. Aber sie ist es nicht mehr. Und sie schafft es immer weniger, das zu sein. Und diese Integrationskraft lässt nach. Und das spürt man. Und das ist aber, Verzeihung, dass es profaner wird, dass sie so das Land sich öffnet, allein schon durch die hohe Fluktuation von Gästen, von Zu- und Abwanderungen, auch übrigens in der Wirtschaft, also verändert das Land. Und da hinken wir mit der politischen Szenerie, nämlich mit diesem allumfassenden Anspruch der ÖVP, einfach noch hinten nach. Mhm. Genau, ein Kollege viel moderner wie die Politik. Ja, aber sind da. Tirol ist eigentlich viel moderner, als wie das jetzt mit der Politik und so weiter dargestellt wird. Ja. Und Modernität und Glaube schließt sich auch nicht aus. Mhm. Ein Kollege von Ihnen, Peter Filzmeier, unser ORF-Wahlkommentator, hat heute Nachmittag gesagt, bei der Analyse der Wahlergebnisse, je älter, desto ÖVP oder SPÖ. Also das heißt, die ältere Bevölkerung wählt stark die beiden Regierungsparteien, die es eben immer schon gegeben hat in Tirol. Bei der ÖVP würde es Günter Platter, wenn ihn nur ältere Frauen wählen würden, sogar auf eine Zweidrittelmehrheit bringen. Du musst Ihnen jetzt komplett widersprechen. Nein, das sind die Daten. Aber der Herr Filzmeier hat gesagt, über 50. Über 60. Ja, ist ja komplett gleich. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass zwei Drittel dieser Frauen dann den Günter Platter wählen würden. Also das glaube ich auf keinen Fall. Weil fescher Mann. Günter Platter hatte gerade mit zwei Frauen von Vorwärts Tirol die größten Probleme. Also ich glaube nicht, dass ihn zwei Drittel der Frauen wählen. Also das war die Analyse der Daten. Junge Männer wählen, das haben wir schon oft gehört, die FPÖ. Junge Frauen wählen die Grünen. Und das zeigt sich auch jetzt vor allem in Innsbruck, wo die Grünen die stärkste Partei geworden sind. Frau Heiß, Innsbruck ist... Tirol ist anders, haben wir heute festgestellt. Ist Innsbruck noch einmal ganz anders? Und wenn ja, warum? Ja, natürlich, weil Innsbruck das einzige Gebilde innerhalb Tirols ist, das einigermaßen den Namen Stadt verdient. Urbaner Raum. Urbane Räume sind immer anders als Fendt oder irgendein Dorf im hintersten Zillertal, Pitztal, Ötztal, was auch immer. Das ist nicht so überraschend. Aber wenn Sie gestatten, mir liegt schon seit Minuten eine Replik sozusagen auf das Wort Stolz auf der Zunge, das die Frau Freudenthaler eingeführt hat. Wir müssen stolz sein auf unsere Heimat. Ich bin nicht stolz darauf, Tirolerin zu sein. Das ist ein biografischer Zufall. Ich bin glücklich darüber, dass ich nicht zufällig in Nordkorea oder in Burkina Faso zur Welt gekommen bin, aber ich habe nichts dazu getan. Ich kann nichts dafür. Und ich habe sehr häufig den Eindruck, und der bereitet mir großes Unbehagen, dass die Tiroler mit Vorliebe auf Dinge stolz sind, für die sie nichts können. Die Berge. Soweit ich weiß, war kein lebender Tiroler, nicht einmal ein ÖVP-Funktionär, bei der Auffaltung der Alpen dabei. Und wenn das alles ist, worauf wir stolz sein wollen oder worauf wir unseren Stolz gründen, das ist mir zu wenig. Ich möchte nicht dieser ÖVP die Definitionsmacht über Tirolertum überlassen. Es wird Zeit, dass die ÖVP sich der Wirklichkeit anpasst und nicht die ÖVP weiterhin versucht, die Wirklichkeit der Partei anzupassen. Ich glaube nicht, dass das eine mit dem anderen was zu tun hat, Frau Heiß. Das glaube ich überhaupt nicht.
sondern ich bin ganz bei Ihnen, ich bin also mehr wie froh, dass ich in diesem Land geboren wurde, überhaupt keine Frage. Und ich denke mir immer, wenn ich überall von der Welt wieder nach Tirol komme, wie schön es ist. Nur trotzdem, ich glaube, was man schon haben sollte, das ist ein Stolz auf dieses Land. Und seien Sie mir bitte nicht böse, ich habe einen Stolz auf dieses Land und ich bin eine begeisterte Tirolerin. Und die Tirol ist wahnsinnig modern. Und noch einmal, Tirol und die Politik, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Die Tiroler Politik, die muss moderner werden. Und die muss auch durchlüften, wie der Herr Karlhofer sagt. Überhaupt keine Frage. Aber das Land Tirol ist ein traumhaft schönes Land. Und ich glaube, wenn man dort wohnen und leben darf, dann glaube ich, das Letzte, was man darf, ist dieses Land schlecht reden. Der Umstand, dass so viele ältere Wählerinnen und Wähler heute wieder die ÖVP gewählt haben, den habe ich ja aus einem bestimmten Punkt angesprochen. Denn die Frage ist, ja, die sich daraus ergibt, Herr Karlhofer, ja, natürlich. Okay, wir kennen die Wahlanalysen, wir wissen die Wahlmotive, aber wirklich, dann wandern wir, und wir sind ja gerade hier von Tirol nach Wien, dann schauen Sie sich bitte an von Sora, Christoph Hofinger, der für sehr, 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 sehr professionell diese Wählerstromanalysen und auch die Wahltagsbefragung macht. Und er wird Ihnen sagen, die SPÖ mit Häupl wird ebenfalls eher von älteren Damen, Pensionisten und so weiter gewählt. Da haben Sie das gleiche Muster, wenn Sie so wollen. Also keine sozusagen Sehnsucht, diese traditionellen Werte auch zu erhalten und Nein, zu konservieren es ist, da in Tirol? Nein, es ist ganz anders. Ich möchte jetzt nicht an diesen Analysen, die heute gebracht wurden, die ja völlig stimmig sind, sozusagen so unterminieren. Nur es ist schon sehr klar, wir konnten sehen, also dass eben junge Leute dann entweder gar nicht mehr wählen gehen, das ist also das eine, und die Älteren, die wählen gehen, die sind einfach noch traditionsgebunden und damit haben sie sie genau dort, wo sie sie brauchen. Wir haben verschiedene Wahlen, wo wir sehen konnten, also dass es sich dann völlig umdrehen kann, zum Beispiel 2003 ebenfalls in Tirol, als Franz da eine absolute einfuhr, allerdings nur, weil die FPÖ-Wähler nicht gingen, weil damals die FPÖ in einer schweren Krise war. Das erklärt uns zum Beispiel auch so schwankende Wahlbeteiligungsraten. Wir können nicht immer alles über einen Leisten scheren und sagen, das ist so oder so. Wir wissen das in der Tendenz, auch Kollege Fritz Plasser, der ja ein bekannter Name ist hier, der hat uns schon, und Peter Ulram, über Jahrzehnte gezeigt, also wie diese Loslösung von den Parteien passiert, die Jüngeren sich immer mehr verabschieden und die Älteren traditionsgebunden sind und ein Teil davon übrigens auch sich radikalisiert. Aber das heißt, die politischen Verhältnisse in Tirol, wie sie jetzt sind und heute auch mehr oder weniger bestätigt wurden, haben ein Ablaufdatum, oder nicht? Naja, Sie haben mich so zitiert, so knapp daneben oder was immer. Ich finde, so ganz daneben war ich nicht, also in diesem Interview, ohne jetzt da nachträglich recht behalten zu wollen. Was wir erleben, ist, dass es so, es sei Herrn Platter, und ich sage das wirklich ganz neutral, gegönnt, dieser Sieg, den er sich erkämpft hat mit einer sag mal, sehr beispiellosen Mobilisierungskampagnen. Und so ist es ihm auch gelungen. Nur, wenn er das nicht schafft, und nämlich deswegen habe ich gesagt in meinem Eingangsteaser, schon morgen wirklich die Weichen so zu stellen, dass das Land in 5 Jahren anders übergeben werden kann, nämlich moderner, durchlüfteter, auch also offener in vielfacher Hinsicht, aber mit Kitsch hat das nichts zu tun, dann hat er seine Aufgabe nicht erfüllt. Er hat also einfach noch einmal eine Chance bekommen. Herr Tiefenthaler, nennen Sie uns eine Sache, von der Sie gerne möchten, eine ganz konkrete, von der Sie gerne möchten, dass sie sich in Tirol verändert. Auf alle Fälle, dass die Jugend dazu motiviert wird, und zwar ganz aktiv von der Regierung aus, sich intensiv in den politischen Diskurs einzuschalten. Das ist Ihr Job als Lehrer eigentlich auch, oder? Ja, das probiert man auch, aber es ist natürlich nicht immer ganz einfach, wenn eine allgemeine Abstinenz stattfindet. Und hier werden wir alle aufgerufen sein, von den Medien angefangen, über das Kabarett bis hin zur Regierung, unsere jungen Leute wieder dazu zu bringen, für das Land Verantwortung zu übernehmen und sich einzusetzen, in welcher Partei auch immer. Weil ich gehe mal grundsätzlich davon aus, dass alle, die heute kandidiert haben, für unser Land eigentlich nur das Beste wollten. Frau Freudenthaler, was lege Ihnen denn so am Herzen, was sich möglichst rasch ändern soll in Tirol? Ja, der erste Schritt wäre der, dass man morgen persönliche Eitelkeiten in den Hintergrund stellt und dann wirklich gemeinsam für dieses Land kämpft. Ich bringe das Beispiel. Der Barack Obama hat auch eine sehr harte Auseinandersetzung mit der Hillary Clinton gehabt und hat sie dann als starke Frau neben sich intronisiert. Das wäre ja ein Vorschlag. Also Sie möchten, dass der Herr Platter sich mit seinen
Konkurrentinnen, Konkurrenten von Vorwärts Tirol wieder. Wenn es um die Sache geht, wird es dem Land gut tun. Ja. Wenn es schafft, ja. Wenn es schafft, genau. In seinen eigenen, ja, okay. Ist das auch etwas, wo Sie sagen, Herr Karlhofer, das wäre gescheit, vernünftig, oder sind Sie so wie der Herr Kuschuh der Ansicht, es braucht ein Korrektiv in der Landesregierung? Ein Korrektiv in der Landesregierung. Herr Platter trägt immer vor sich her, er sagt also, eine Landesregierung, nachdem dort also eine einzige Stimme ein Ergebnis, eine Abstimmung verhindern kann, braucht es diese Geschlossenheit. Das ist, ist ja auch sehr stimmig und das ist in vielen Landesverfassungen, die wir ja kennen. Und daher kann man nicht einfach sagen, man nimmt irgendeinen, von dem man nicht weiß, ob er einmal so und einmal so stimmt, der kann jede Verordnung kann er kippen. Können wir auch in der Bundesregierung, wenn Frau Fekter sagt, sie mag das nicht, dann steht die Bundesregierung, wie wir wissen. Das ist denn dort nicht anders. Da können wir von Tirol in die Bundesregierung gehen. Die andere Frage ist die einfach, wie jemand imstande ist, also die starken Frauen, die Frau Freudenthaler erwähnt hat, also wie weit die ÖVP, und jetzt rede ich nicht nur vom Spitzenmann, das wäre maßlos übertrieben zu glauben, dass er allein, er wurde auch gemacht, und er wurde gemacht übrigens auch mit Unterstützung des Bauernbunds, ausgerechnet mit dem, wo man nicht glauben möchte, dass der den ÖAB stützt. Verzeihung, das sind schon Dinge, wo man eben einfach Kräfte hat, die finden Sie überall. Also wenn wir von Politik reden, dann reden wir von Machtansprüchen, von Interessen und von Konflikten, die daraus entstehen und Stellungskriegen und so weiter. Darum ging es. Also nicht nur er allein, sondern auch andere in der ÖVP. Viele Köpfe müssten sich Gedanken machen darüber, wie man diese Partei einfach auch tatsächlich auf eine andere, auf eine liberalere Basis stellt und dass es nicht dieses Klüngelhafte hat, den Verdacht, der eben sehr nicht von ungefähr kommt. Aber das ist eine große Aufgabe, eine Herkulesarbeit, die müsste ein Herr Platter, naja, zumindest sich vornehmen. Ja, sobald er sich vornimmt und sagt, ja, wir wollen es, wird er sicher viele Bündnispartner finden. Ja, und wird auch daran gemessen werden. Aber es ist interessant, dass sich hier so viele Gedanken über die ÖVP eigentlich machen, Frau Heiß. Wenn Sie es sich wünschen könnten, was sich in Tirol so konkret, so schnell wie möglich verändern soll, was wäre das? Ich möchte mich wiederholen, ich muss auch über die ÖVP sprechen. Das ist einfach der Block, um den man nicht herumkommt. Ich würde mir wünschen, oder ich wünsche mir, dass die ÖVP sich als Partei der Tiroler Wirklichkeit anpasst und nicht weiterhin krampfhaft versucht, die Tiroler Wirklichkeit dem sehr konservativen, engen Weltbild der Partei anzupassen. Na, wie müsste sie das machen? Sie war ja bisher, zumindest sie hat zwar heute das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte eingefahren, aber viele gleich schlecht oder so gesehen gleich gut wie vor 5 Jahren. Viele haben Schlimmeres befürchtet aus der Sicht der ÖVP. Mhm. Also so schlecht ist es für sie ja nicht gelaufen. Also was müsste sie tun? Ja, vielleicht ist, wenn Tirol doch katholischer ist, vielleicht kommt der Heilige Geist auf die ÖVP herab. Herr Kuschuh, was für Lehren ziehen Sie für Ihr nächstes Kabarettprogramm aus dem Ergebnis der heutigen Wahl? Ach, schwierige Frage. Lehre Nummer 1, dass kein Kabarett der Welt eine Wahl direkt beeinflussen kann. Es war ein edler Versuch. Sie betrachten sich heute als gescheitert, oder wie darf man das verstehen? Gescheitert? Politisch gescheitert, kleinkünstlerisch sicherlich nicht. Es war ein ganz erfolgreiches Programm. Aber Kabarett vermag nur dann eine Wahl zu beeinflussen, wenn die Leute auch zur Wahl hingehen und sich nicht nur aufregen. Es waren immer volle Häuser. Man muss halt das dann auch in der Wahlzelle umsetzen. Ich möchte auch noch 2 Veränderungswünsche anbringen, wenn es gestattet ist. Mhm. Einerseits möchte ich mir wünschen, dass man in Tirol im Tourismus mal endlich neue Wege geht und nicht das hinterste Tal auch noch erschließt, wie das gerade in Ischgl mit dem Pizzval Gronda passiert. Den Wettlauf verliert man. Das kann nicht auf Dauer gut gehen. Und zweitens würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass Tirol zur Integrationshochburg in Österreich wird. Ich kann zwar das Wort Integration nicht mehr hören, aber Herr Tiefenthaler, ich fände es total super, wenn bald einmal der erste Mann aus der Türkei, der sich zur Frau umoperieren hat lassen, Marketenderin bei den Schützen wird. Dann sind wir wirklich weit. Also da gehen Sie ziemlich weit, aber ich kann Ihnen sagen, dass der Herr Tiefenthaler schon bei seinem Amtsantritt als Kommandant der Tiroler Schützen gesagt hat, das war vor 2 Jahren, Sie schließen es nicht aus, dass irgendwann mal sogar ein Moslem bei Ihnen in der Kompanie sein wird. Haben Sie denn schon einen? Nein, das ist nicht so einfach. Und zwar nicht so einfach für ihn. Wir sind ja bei christlichen Veranstaltungen dabei. Wir sind christlich orientiert. Man muss das einfach ganz klipp und klar sagen. Es ist in unseren Grundsätzen der christliche Glaube, und zwar aller Konfessionen drinnen. Wir haben protestantische
orthodoxe Mitglieder, nicht sehr viele, aber trotzdem. Und da wird sich ein Muslim relativ schwer tun, wenn er bei einer katholischen Prozession mitgehen will. Wir haben aber, und das sage ich auch ganz offen, wir haben auch die gleichen Probleme wie die Gesellschaft insgesamt, zum Beispiel mit den wiederverheirateten Geschiedenen, wir haben die Probleme mit Ausgetretenen. Dürfen die auch nicht bei Ihnen sein? Oder? Doch. Die dürfen? Nein, wir haben auch das Problem zum Beispiel der Ausgetretenen. Tatsächlich müssen die Hauptleute und Obleute Mitglieder in der Kirche sein, weil sonst führt sich das Ganze ad absurdum, wenn der bei der Prozession dann mitgeht. Aber wir haben in Absprache mit unserem Bischof auch festgelegt, dass zum Beispiel Ausgetretene weiter bei uns bleiben können, um auch sie in diesem Umfeld halten zu können und auch weiterhin mit ihnen in dem Bereich arbeiten zu können. Der konvertierte Mustafa Özgür, hätte der Platz? Wenn er konvertiert zum katholischen Glauben oder zum christlichen, zu einem der christlichen Glauben, selbstverständlich. Aber Sie rücken ja nicht nur aus, wenn es einen christlichen Hintergrund hat. Ja, doch. Der Großteil der Ausrückungen im Jahr sind Prozessionen, sind christliche Feste. Womit auch die Frage bis zu einem gewissen Grad geklärt wäre, welche Rolle denn die katholische Kirche oder die christliche Religion im Land Tirol noch spielt. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen allen fürs Diskutieren heute Abend. Danke, dass Sie extra aus Tirol zu uns gekommen sind. Hier im Programm geht es gleich weiter mit einem Porträt des Rio Negro im Amazonasgebiet, des Schwarzen Flusses, passt eigentlich gar nicht so schlecht zum Motto des heutigen Abends. Nächste Woche dann an dieser Stelle die Diskussion nach der Landtagswahl in Salzburg. Danke Ihnen allen, dass Sie an diesem spannenden Abend bei uns dabei waren. Einen schönen guten Abend noch und bis bald. Thank you.